In diesem Video lernst du erstmal, was Unterschied zwischen String, Literale und Objekt ist. Danach im praktischen Teil stelle ich dir einige von gängigsten Eigenschaften und Methoden von String vor. Mein Ziel ist, dass du am Ende dieses Videos sagst, puh, endlich verstanden. Hallo Freunde, Carlos hier. In diesem Video, ich möchte dir erstmal ein wenig Theorie mit auf den Weg geben, so dass du verstehst, wie so ungefähr Strings funktionieren. Anschließend gehen wir zur Praxis über. Ich werde Timestamp in das Video einfügen. Falls dich die Theorie nicht interessiert oder dir zu schnell war oder auch am nächsten Tag den Bedarf hast, dir nochmal in Ruhe das alles anzuschauen, kannst du somit bequem navigieren. Um in JavaScript eine Zeichenkette zu produzieren, wir haben zwei Möglichkeiten, einmal sogenannte String Literal und einmal String Constructor. Wann benutze ich was? Die Antwort ist, die literale Schreibweise ist der Normalfall. Für besondere Anwendungen wird der Constructor eingesetzt, wo wir sicherstellen wollen, dass ein String erstellt wird oder das String-Objekt durch seine Methoden erweitert wird. Ich erkläre dir erstmal, wie das im Hintergrund funktioniert und anschließend zeige ich dir ein paar Beispiele, dann wird das alles klarer für dich. Wichtig ist zu verstehen, dass String mit großem S ist der Prototyp für unsere Zeichenkette. Der wickelt sich um den primitiven Datentyp String mit kleinem S. Das nennt sich einen Wrapper. Ab hier passiert das alles im Hintergrund und bei der Entwicklung siehst du die genannten Prozesse nicht mehr. Also versuche es bitte nicht auswendig zu lernen, sondern einmal verstehen, wie sie funktioniert, reicht das vollkommen aus. Was ist die Aufgabe für so einen Wrapper? Wrapper erstellt die Eigenschaften und Methoden, die für Objekte definiert sind, dem primitiven Datentyp zur Verfügung. So kann der in dem Fall primitiven Datentyp String wie ein Objekt behandelt werden. Ergo, wir können die Eigenschaften und Methoden von String-Objekt mit primitiven String aufrufen und benutzen. Hier ein Beispiel für dich. Lass uns jetzt gucken, wie man die Eigenschaften und Methoden von dem String-Objekt im Browser anzeigen lassen kann. Die Eigenschaft Prototype bringt an der Stelle dem String-Objekt viele neue Eigenschaften und Methoden bei, die wir natürlich dann benutzen können. Dafür gehe ich halt in Chrome, mache Rechtsklick, gehe auf Inspect und öffne die Console hier. Kläre das und erstelle eine Variable Props. Steht, dass der Abkürzung von Properties hat mit Props von React nichts zu tun. Und dann gehe ich dann auf Object und greife ich da auf der Methode getOwnPropertyNames. Und dann rufe ich die Methode auf und greife ich an der Stelle auf dem String zu und gehe dann auf dem Eigenschaft Prototype und drücke Enter. Undefined ist keine Fehler hier an der Stelle, nur das ist halt nichts drin, also in Props. Dann rufe ich den Props auf und wie du siehst hier an der Stelle, wir haben 49 Properties, also Eigenschaften und Methoden in dieser Property, die wir gespeichert haben. Wir können das auch Enter drücken und aufklappen und du siehst die ganze Liste hier von den gesamten 49 Methoden und Eigenschaften, zum Beispiel Length, die wir hier kennengelernt haben, können wir benutzen und so weiter und so fort. Ich denke, an der Stelle machen wir einen Cut und beginnen wir mit String-Eigenschaften und Methoden in Praxis. Ich zeige dir fix die wichtigsten davon, die man immer wieder bei der Programmierung braucht und danach zwei aufeinander aufgebauten Challenges, die Vorgehensweise eines Programmierers in realen Workflow halt zeigen. Somit haben wir auch einen sanften Übergang zu dem Thema Arrays. Ich bin hier im Visual Studio Code auf der rechten Seite, linke Seite. Auf der rechten Seite habe ich Chrome auf und die sind zwei separaten Fenster geöffnet. In meinem JS Crash Course Projekt habe ich eine Unterordner Frontend JS und da drin befindet sich der String JS
Datei, die ich hier geöffnet habe. Diese Datei habe ich in index.html halt eingebunden und per Live-Server, wie du hier siehst, habe ich in der Konsole die Ausgabe der CH, die wir hier in Zeile 13 ausgeben. Und ich habe hier auch Konsole geöffnet, falls du es nicht weißt, wie man das macht, einfach auf eine freie Fläche hier in Chrome rechtsklick machen, Inspect und dann die Reiter Konsole auswählen. Ne? Wenn du refreshst, dann ist das die Ausgabe, die wir hier auf der linken Seite sehen. Wenn ich hier modifiziere, zum Beispiel eine 1 dazu addiere, dann siehst du es auch hier. Falls du den ersten Teil verpassen haben solltest, bitte nachholen. Nur kurz gesagt, wir haben Concatenation, Append und Escaping behandelt. Ich habe hier drei Variablen bzw. Konstanten erstellt, also First Name, Last Name und Age. Dann haben wir in Zeile 4 eine Variable namens Let Output und diesen Output überschreiben wir dann permanent hier und gehen wir per Console Log hier einmal aus, dass wir eine Ausgabe hier haben. Ich mag das nicht so messy und schlampig hier sehr viele Console Log drin haben, ist unübersichtlich. So, als nächstes machen wir die Methode concat und zwar Methode concat. Wie das Wort schon sagt, das ist eine Methode und wir müssen mit Klammern aufrufen. Und wir wollen genau das, was wir hier oben hatten, per Methode concat realisieren. Als erstes brauchen wir unseren Variablen Output, die wir überschreiben und dann nehmen wir dann unseren First Name. No? Und per Punktnotation können wir die Methode concat drauf aufrufen und dann in Methode concat können wir weiter verketten. In unserem Fall ist es ein leeres Zeichen, gefolgt von Komma. Als zweiten Parameter nehmen wir halt unsere Last Name. Und wenn wir das speichern, wir bekommen hier auf der rechten Seite Hans Müller, so konkateniert dargestellt mit einem Leerzeichen. So, jetzt räume ich hier oben die anderen Methoden, also die alten Methoden ein bisschen auf, dass wir ein bisschen mehr Platz haben und dann gehe ich weiter mit der Methode, beziehungsweise wir wollen halt irgendwelche Cases wechseln, also Change Case nenne ich das. Und was können wir genau hier machen? Wir haben zum Beispiel First Name, wir wollen halt die bestimmte Buchstaben hier per Index rausziehen. Und wenn wir das machen wollen, wir nehmen ja unsere Output, überschreiben wir dann halt und nehmen den First Name. An der Stelle benutzen wir so eckige Klammern. Diese eckigen Klammern, Achtung, diese eckigen Klammern sind nicht Arrays. Also das ist die Schreibweise von Arrays. Auf String können wir auch anwenden. Wir können damit den Index, der hier sich befindet, extrahieren bzw. selektieren. Ne? Das heißt, H hat einen Index von 0, 1, 2 und 3. Das heißt, wenn wir das Buchstabe A haben möchten, dann müssen wir halt 1 schreiben. Und wie du siehst, halt hier wird A dargestellt. Ne? Und das können wir auch überprüfen, indem wir halt unsere Output-Variable wieder nehmen. Die überschreiben wir in dem Fall mit Type auf. Wir wollen wissen, was von Type diesen vorherigen Output in Zeile 9 vorkommt, hat. Und dann nehmen wir den Output. Und wir sehen, dass es immer noch, es handelt sich um einen String. Ne? Und danach können wir halt zwei andere Methoden uns anschauen. Ich nehme den Output wieder. Die Variable überschreibe ich, indem ich FirstName nehme, per Punktnotation die nächste Methode drauf anwende. Und die nächste Methode ist toUpperCase. toUpperCase hier. toUpperCase, was das Wort schon sagt, also wandelt die Buchstaben, die wir hier drin haben, egal ob die klein oder groß geschrieben sind, zu Großbuchstaben. Der Pendant dazu ist lowercase. Wir können den Output wählen, wieder first name und dann to lowercase. Und wie du siehst, halt hier werden sämtliche Buchstaben zu klein umgewandelt. Das heißt, H hier ist als groß geschrieben und dafür haben wir davor haben wir halt to uppercase gemacht, waren die alle groß und jetzt sind die alle in Kleinbuchstaben. Wenn du in einem String wissen möchtest, wo genau dieser Buchstabe vorkommt, welcher Index hat, das kannst du dann halt mit Index
aufmachen dieser Methode Uppsala Index auf. Ich kann nicht schreiben. So, wir nehmen unsere Variable wieder und weisen wir first name Punkt Index auf zu, und hier an der Stelle wird uns halt gefragt, was von String wir uns suchen. Wir schreiben zum Beispiel H rein und schauen wir uns mal, auf welche Index es sich befindet. Bekommen wir die Ausgabe 0 und ja, ist das 0. 0, 1, 2, 3. Das heißt, wenn ich eine S hier reinschreiben würde, speichern, dann bekomme ich Index 3 hier zu sehen. Was ist, wenn ich gar nichts da reinschreibe, bekommen wir minus 1. Bei solchen Methoden ist es üblich, dass man immer minus 1 bekommt, falls das Ding nicht vorhanden sein sollte, leer. Sein sollte, zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas schreiben würde, bekomme ich auch hier minus 1 zu sehen. Und wir können hier halt damit sehr gut unseren Buchstaben eingeben und dementsprechend den Index herausfinden. So, jetzt die Frage ist, was ist, wenn ich den Index kenne und ich möchte halt den Buchstaben herausfinden? Das machen wir mit den char-add. Char-Add, ich schreibe einfach den Variablen wieder, Output ist gleich, dann unseren First Name und dann ist das Char-Add, genau. Und Char-Add verlangt von uns eine Positionnamen, also einen Index in Form von einer Number. Ne? Dann, wir sagen Index 2, wollen wir wissen, was für eine Buchstabe sich drin befindet. Und das ist den N, 0. 1 und 2. Das heißt, wenn ich Index 3 hier reinschreiben würde, dann würde S rausgeben. Ne? Und das tut es auch. Ne? Und was ist, wenn ich hier gar nichts ausgeben, bekomme ich H, weil das defaultmäßig ist der Index 0. Und was ist, wenn ich einen negativen Index ausgebe, bekomme ich gar nichts. Und was ist, wenn ich einen Index eingebe, der ist auch nicht vorhanden, dann bekommst du hier auch keine Ausgabe. Also entweder leer lassen oder einen Index hier per Hand reinschreiben. Das ist ein char-add. Ach, bevor ich vergesse hier an der Stelle, muss ich auch dazu fügen, hinzufügen, was ist, wenn wir halt nicht wissen, welche Buchstabe am Ende sich befindet und nur diesen S haben wollen oder was, wenn später was anderes reinkommt. Zum Beispiel aus dem Datenbank kommen noch mehr Sachen rein und das ist Variable, verändert sich permanent. Ne? Dafür brauchen wir erstmal unsere Output und dann gehen wir rein und nehmen unseren First Name.charAd. Also bis hier verändert sich gar nichts. Aber hier an der Stelle Position, die wir eingeben wollen, dann berechnen wir halt die Länge von dem String minus 1. Also eine Buchstabe ziehen wir ab, weil das inklusive ist. Wir wollen 1 zurückgehen und den letzten Buchstaben haben. Okay, dann schreiben first name an der Stelle Punkt length. Das ist auch eine Eigenschaft, die wir benutzen können. An der Stelle minus 1. Sobald wir das machen, bekommen wir hier S zu sehen, der in Hans letzte Buchstabe ist. Was ist, wenn ich hier halt zum Beispiel Komma Carlos drin habe? Oder jetzt ein blödes Beispiel, wir schreiben Tina, dann hier auf der Stelle letzten Index bekommen wir halt A, weil das hier ja A ist. Ne? Und wir können auch mal gegenchecken, wenn wir eine D schreiben würden, dann bekommst du halt hier auch D zu sehen. Ich hoffe, dass es gut eingekommen ist, wie man mit dem negativ 1 nach dem Length arbeitet. So, die nächste Methode, die ich dir vorstellen möchte, ist Substring. Klein und zusammengeschrieben. Wir nehmen unsere Variable Output und nehmen wir unseren First Name und hängen wir den Substring einfach per Punktnotation dran. Und wir bekommen hier, also verlangt von uns einen Parameter Start. Wie ist das aufgebaut? Substring ist eine Methode, erwartet zwei Parameter. Einmal Start von dem Punkt, also von dem Typ Number und einmal eine Endpoint mit optionalen Parameter hier, also ist optional dieser Parameter von Typ Number. Okay, das bedeutet, wir können eine Nummer hier reinschreiben. Ich möchte 1 reinschreiben und gucken, was passiert. Genau, wir bekommen ANS zurückgegeben. Das heißt, 0, also Index 0, Index 0 hier ist H und wird halt ausgeschnitten. Also ANS bekommen wir als Rückgabe. Und was ist, wenn ich eine optionale Parameter, zum Beispiel 3 hier reinschreibe? Was ist die Ausgabe? Ganz einfach, das ist exklusiv
3. Das heißt, S hat einen Index von 3. 1 haben wir, 0 haben wir rausgeworfen, 1 und 2 werden angezeigt, A und N. Und was ist, wenn ich gar nicht daran schreibe? Natürlich 0 greift hier an der Stelle und wir haben komplett ein Hans aus, als Ausgabe. Was ist, wenn ich minus zum Beispiel 1 schreibe hier und das auch defaultmäßig greift, weil die Minuswerte kann er nicht handeln, Substring. Und daher kommen Sie zur nächsten Methode, die sehr ähnlich ist wie Substring, die ich dir auch vorstellen möchte. Slice ist eine Array Methode eigentlich, aber hat seine Daseinberechtigung bei den String, weil zwei, drei Sachen kann er, dass er Substring nicht kann. Eins von den wichtigsten zeige ich dir gleich. Wir nehmen unsere Output und nehmen wir unsere First Name und hängen wieder in Slice ran. Und bei der Slice bekommen wir auch so eine Hilfestellung von unserem Editor. Slice ist eine Methode, dass es optional zwei Parameter erwartet. Einmal Start, einmal End. Start ist Number, End ist ebenfalls Number und Ausgabe ist String. Das heißt, wenn wir hier 1 reinschreiben würden, bekommen wir ANS, weil H ist Index 0 und wird ausgeschnitten. Also wie Substring, also das ist exakt das gleiche. Und wir kommen in der Optional ebenfalls eine Nummer eingeben und 3 ist S. Exklusive haben wir ja gelernt beim Substring, also A und N sind die beiden Ausgaben. Und was ist, wenn ich gar nichts hier reinschreibe, bekommen wir Index 0 als Default-Parameter. Und was ist, wenn ich hier minus 1 eingebe? Ja, da ist der Unterschied. Wir können hier den letzten Buchstabe ausfindig machen und ausgeben. Und das ist der Unterschied zwischen Slice und Substring, die am Anfang du brauchst. So, als nächstes möchte ich dir Replace-Methode zeigen. Replace-Methode ist sehr toll und nützlich, wenn du einen String, irgendeinen Part von String ersetzen möchtest. Und dafür stelle ich eine neue Konstante namens str, und ist Abkürzung für String, und nehme ich mal Tag with Carlos, und ich möchte an der Stelle den Carlos durch Tina ersetzen. Wie mache ich das? Ganz einfach, wir greifen auf unserem Output-Variable zu und nehmen wir den String und packen wir den mit Replace-Methode dementsprechende Informationen rein. Wir haben als Parameter zwei Werte hier, einmal Search-Value, einmal Replace-Value. Search-Value heißt der Wert, den wir suchen. Replace-Value ist der Wert, den wir halt ersetzen, also durch diesen Wert ersetzt werden. Und das ist dann halt zum Beispiel in meinem Fall Carlos. Ich möchte Carlos durch Tina ersetzen, dann schreibe ich einfach als erster Parameter Carlos und zweiter Parameter wird Tina sein. Und wie du siehst, hier haben wir Tag with Tina anstatt Carlos hier. Carlos wurde durch Tina ersetzt. Einfach und simpel. So, nächste Methode wäre dann Includes. Includes ist auch eine sehr mächtige Methode. Damit können wir halt überprüfen, zum Beispiel in einem großen String, bestimmte Buchstaben oder Wörter vorhanden sind, ja oder nein. Der Use Case davon wäre dann zum Beispiel eine Suchmaske. Wenn du zum Beispiel etwas suchst, dann wird das überprüft, ob diesen Artikel da drinne vorhanden sind oder nicht in deinem Suchbegriff. Ne? Das heißt, wenn du oben halt bestimmte Artikel eingibst, zum Beispiel wie Laptop, dann werden die zum Beispiel andere Artikel wie Schuhe, Cola, Mikrofon, Monitor, alles rausgeworfen und nun werden die Laptops angezeigt. Dafür benutzt man halt zum Beispiel Includes. Und das machen wir auch kurz mal hier ganz schnell. Wir erstellen eine Konstante Products und dann packen wir halt per String Laptop rein. Dann haben wir Monitor. Dann haben wir zum Beispiel Cola und nehmen wir Glas und Mikrofon auch mit rein. Ne? Und schreiben wir unsere Variable erstmal und dann können wir per Products. Punkt, in dem Fall halt Includes, ist unsere Methode, dementsprechend String suchen, also Search String. Und da erwartet von uns einen String und optional Position. Aber optional wollen wir jetzt nicht arbeiten. Wir sagen, okay, ist das ein Laptop da drin zum Beispiel? Filtere das und wenn ja, zum Beispiel schmeiß Monitor, Cola, Glas, Mikrofon aus unserem View raus und zeig uns nur die Laptops an.
Und das ist ein boolischer Wert und da sehen wir halt, dass der True dabei herauskommt. Was ist, wenn wir etwas hier eingeben, das es nicht drin ist, zum Beispiel Laptop toll? Ja, toll ist nicht drin, daher ist das falsch und wird nichts angezeigt. Wenn wir aber allerdings anstatt Laptop zum Beispiel Cola hier reinschreiben würden, ist das auch true und werden nur Produkte, was der Cola da drin haben, uns angezeigt. Okay, die letzte Methode, die ich dir zeigen möchte, ist Split. Split ist sehr praktisch und mächtig. Du wirst sehr oft mit Split arbeiten, auch beim Strings. Und sollst du dir merken, ein bisschen Deep Diving machen. Und als erstes, ich erstelle eine Konstante namens Text hier zum Beispiel und speichere in einem String Programmiersprachen einfach. JavaScript zum Beispiel, Python, Java, was haben wir denn noch? PHP zum Beispiel, Ruby und C zum Beispiel. No? Wir nehmen ein paar Programmiersprachen mit. Wie arbeiten wir mit dem Split? Wenn wir unseren Output wieder ansprechen und da drin halt den Tags aufrufen und Split reinsetzen, verlangt von uns einen Separator. Separator ist ein String, also wir nehmen den String und separieren wir bei den Kommas. No? Das bedeutet, wir zerlegen diesen String in seinem Bestandteile, ne? Und dieser Bestandteile sind, also dieser Trainer ist die Komma, die wir hier anwenden, ne? Und da haben wir jetzt in Split gesagt, liest diesen String, bis eine Komma erreicht hast, schmeißt diesen Komma raus, speichere dann zum Beispiel JavaScript in einem Index, in ein, also Ausgabe wird eine Array sein, und dann Python, Java, PHP und Ruby. Wie du hier siehst, wir haben 6 Elemente hier drin. Wenn wir das ausklappen, dann haben wir halt JavaScript, Python, Java, PHP, Ruby und C. Eingenommen, wir haben hier ein Forum zum Beispiel oder eine Video-Upload-Plattform zum Beispiel bei YouTube. Wenn ich Videos hochlade, ich brauche Tags. Ich muss halt Tags reinschreiben. Und da halt höchstwahrscheinlich wird als Komma separiert gehandelt oder ähnliches, je nachdem. In deinem Forum. Du kannst halt zum Beispiel bei Komma separieren lassen, Leerzeilen, Minuszeichen und die halt extrahieren und jede einzelne bearbeiten. Das ist nicht nur per Komma, wir können auch die Kommas hier durch Minus ersetzen hier. Und wenn wir das alles gemacht haben und wir bekommen hier ein Array zurückgegeben, ne? Die ist alles in einem drin hat, weil wir hier nicht den Komma zum Minus umgewandelt haben. Wenn wir das machen, dann haben wir den gleichen Zustand wie vorhin und die werden halt in dem entsprechenden Index pro Wort gespeichert. Ein reales Beispiel kann ich dir auch mit auf den Weg geben und zwar vor ein paar Wochen habe ich an einer Plattform gearbeitet und in diesem Projekt konnte ich zum Beispiel in Adressenzeile, wo die URL reinkommt, dementsprechende Parameter entgegennehmen und diesen Parameter mit Split bearbeiten. Zwar war das ein Array, aber Array und String sind sich sehr ähnlich, daher kannst du mit Split zum Beispiel solche Sachen wie User-ID oder Produkt-ID extrahieren und die weiter verarbeiten und anwenden. Um String-Serie besser zuordnen zu können, habe ich das Video hier und beide Challenges in separate Videos geschnitten. So kannst du besser lernen und Aufgaben erledigen, ohne langweilig zu werden. Falls das Video dir gefallen hat und vor allem geholfen hat, hinterlass mir einen Kommentar und wenn du keine Abo hast, abonniere meinen Kanal bitte und zerschmettere den Like-Button. Wir sehen uns im nächsten Video.